Herr Dr. West, Sie sind Geschäftsführer bei Attensity Europe. Möchten Sie uns kurz vorstellen, was die Arbeitsfelder Ihres Unternehmens sind? Ja, die Attensity Europe, die beschäftigt sich mit Smart Information Management. Da geht es im Wesentlichen darum, sozusagen, wie schaffe ich es, sozusagen die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt und richtigen Ort sozusagen zu bringen, um halt Mitarbeitern, Kunden oder Partnern es zu ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das hat im Wesentlichen was damit zu tun, dass ich unstrukturierte Dokumente wie sozusagen PowerPoints, PDFs ja entsprechend zur Verfügung stelle. Das ist unser wesentliches Geschäftsfeld, im Wesentlichen für Industriekunden. Die Schnittstellen zum TESOS-Programm der Bundesregierung sind ja dabei jetzt nicht zu übersehen. Was konkret sind jetzt Ihre Aufgaben innerhalb des Projekts? Wofür engagieren Sie sich? Wir haben uns in zwei Use-Case-Szenarien hier entsprechend engagiert. Das eine Use-Case-Szenario nennt sich ORDO, Ordnung in der digitalen Welt. Wie Sie schon an der Einführung gesehen haben, ja, wenn ich mit ganz vielen Dokumenten zu tun habe, und wir reden ja jetzt nicht mehr über ein paar Tausend, sondern über Millionen oder Milliarden, ist natürlich immer die Frage, wie ordne ich die, wie kategorisiere ich die, wie bringe ich die, sozusagen, wie mache ich die nutzbar? Das ist im Prinzip das eine große Thema. Und die zweite Frage, das ist der Use-Case-Prozessus. Wenn ich das geschafft habe, diese Dokumente zu erschließen, wie bringe ich die dann in Kontext und mache sie in entsprechenden Geschäftsprozessen nutzbar? Das ist im Prinzip das zweite Thema. Da ist der wesentliche Anwendungsbereich bei uns ja das Thema Maschinenbauindustrie. Stellt für Sie die immer weiter steigende Menge an verfügbarer Informationen im Internet unter Umständen auch Probleme dar? Ich glaube, das kennt jeder, sozusagen Ozean der Informationen. Wir müssen nur jeden Morgen unseren E-Mail-Eingang aufmachen. Dann sehen wir sozusagen, was das bedeutet. Wir betreiben ja auch alle Management per E-Mail. Alle relevanten Informationen sozusagen finden sich in unserem E-Mail-Eingang. Und das Problem, na, dass ich genau weiß, ich hatte da doch was, aber in welcher E-Mail sozusagen, wo war das, sozusagen kennen wir alle. Das betrifft jetzt nur uns persönlich im Kleinen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das betrifft eine ganze Organisation und ich glaube, dann ist die Herausforderung schon relativ klar. Können Sie sich persönlich noch irgendein anderes Szenario vorstellen, wo Ihnen die hier entwickelten Projekte im täglichen Leben weiterhelfen könnten? Also für mich persönlich sozusagen als Mensch, ich finde das Thema Medizin interessant und Medico, weil sozusagen wir alle wissen, dass es da entsprechend viele Informationen gibt und ich hätte eigentlich gerne, dass mein Arzt über alle relevanten und insbesondere auch die neuesten Informationen verfügt und im Fall der Fälle möglichst schnell, möglichst die richtige Diagnose stellen kann. Das ist ein ganz persönliches Interesse und ich glaube, das ist bei jedem Mensch so. Insofern, glaube ich, spreche ich dafür viele. Ja, vielen Dank für dieses Interview.